Das durchschlägt hier komplett den BMW. Alter Schwede, sag mal. Sag mal. Kollegen, also ein bisschen Unterstützung wäre jetzt, glaube ich, angebracht. Und natürlich müssen wir die Straße sperren. Das geht mein Auftrag. Weil das kann sonst hier böse enden. Sag mal. Was ist mit ihm los? Und es geht schon wieder gut los in GTA 5 LSPDFR. Herzlich willkommen zurück damit zu einer weiteren Folge. Wir haben einen Raubüberfall gemeldet. Hier fährt einer mit dem Geldtransporter durch die Gegend, der den auch nicht rechtmäßig erworben hat, ne? Also demnach ist das Ganze ein bisschen schwierig. Wir holen direkt mal Unterstützung. Sind heute als Spezialeinsatzkommando alleine unterwegs. Müssen natürlich dann immer Unterstützung rufen, aber das macht ja nichts, das kriegen wir schon hin. Da stehen auf jeden Fall schon mal ein paar Kollegen. Das ist schon mal gut. So, und dann holen wir jetzt mal ein bisschen Unterstützung, hätte ich gesagt. So, schauen wir mal, auf geht's. Wir werden jetzt versuchen, den irgendwie zum Stehen zu bringen hier. Das SEK ist ja schon dafür zuständig, wenn hier mal so ein Geldtransporter weggemopst wird. Gucken wir mal, ob wir den überhaupt zum Stehen bekommen hier, ohne unseren schönen BMW in Weiß kaputt zu machen. Mal heute was anderes, nämlich... Wo? Sag mal, wo will denn der hin? Stopp! Uiuiui! Sag mal! Kann doch nicht wahr sein. Wir werden jetzt mal, wenn kein Verkehr ist, auf den Reifen schießen. Zack, Nummer 1. Nummer 2. So, erster Reifen ist schon platt. Zweiter auch. Kommt jetzt der dritte. Oh, Vorsicht! Voll über den Bürgersteig hier. Na komm! Kann doch nicht wahr sein. Ich treffe alles bloß den Reifen nicht, hä? Jetzt habe ich ihn. So, und jetzt ist auch Ende im Gelände. Scheinbar. So, nehmen wir gleich die große. Jetzt schauen wir mal. Klopfen wir mal nicht an, oder? Und fragen mal. Ah, ich glaube, er ergibt sich. Der schaut gut aus. So, guten Tag. Einmal bitte raus da. So, Sie sind voll wie festgenommen, der Herr. Die Hände will ich sehen. Die Hände, schön langsam auch. Auf den Boden runter. Auf den Boden. Das war's für den Herrn. So, wer übernimmt? Der Kollege. Sehr schöne Arbeit. Haben wir ganz gut gemacht. Bis auf, dass ich den hinteren rechten Reifen von dem Ding nicht getroffen habe. Das ist ja echt der Wahnsinn. Die Kollegen sorgen immer wieder für Staunen, ne? Muss man sagen. Oh, schau mal hier. Gute Kollegen. So muss das sein. Der kümmert sich drum. Wir brauchen hier einen Transport für den Herrn. Aber wir werden ihn nochmal kurz durchsuchen, hätte ich gesagt. Bevor... Ah, der Kollege darf das machen. Bevor der abtransportiert wird. Und wir werden das Fahrzeug hier natürlich abschleppen. Das ist wichtig. Wir werden es so schnell durchsuchen, ob er irgendwas reingelegt hat oder weggelegt hat, versteckt hat. Oh, er hat auch noch Marihuana dabei. Sehr interessant. Okay. Wir haben da auf jeden Fall eine Brieftasche mit 100 Dollar Scheinen drin. Und natürlich mehrere weitere Sachen. Okay. Dann werden wir jetzt das Ding abschleppen. Brauchen einen großen Abschlepper dafür. So, der Herr, Ihnen wünsche ich einen guten Aufenthalt im Gefängnis. Danke, Kollegen, ihr wart spitze wie immer. Wir werden ihn abtransportieren lassen. Und dann hat das Spezialeinsatzkommando hier auch gute Arbeit geleistet. Und der Kollege nimmt ihn gleich mit, hat den Funkspruch bekommen. Ist jetzt schlecht gelaunt, so muss es sein. Wir haben jetzt auch schon den nächsten Einsatz, einen schwer bewaffneten Typen, aber bevor wir da hinfahren, haben wir natürlich den schönen Dreier BMW mit den Frontblitzern, den wir uns noch kurz angucken. Fahren dafür kurz zur Seite. Wie ich finde, ein echt gut gelungenes Fahrzeug, weil das auch so ein bisschen auf den englischen Stil quasi hindeutet. Wir hatten ja schon oft englische Polizeiautos, wo wir dann auch die Blitzer in den Lichtern integriert hatten. Und so ist es jetzt auch hier. Ziemlich ähnlich und natürlich ganz im Cobra 11 Stil auch noch quasi oben in der Windschutzscheibe ein zusätzlicher Blitzer. Richtig, richtig schön. Und der 3er BMW, der neue, sieht natürlich auch hammermäßig aus. Wir fahren jetzt aber auch schon weiter zu dem schwer bewaffneten Typen. Das bedeutet, höchste Vorsicht ist geboten und natürlich Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Keine Frage. Und natürlich sowieso alles absperren. So, wir gucken mal. Erstmal müssen wir jetzt schauen, dass wir da gut hinkommen und dann die Augen offen halten. So, Hallöchen. Guten Tag, hallo. Ist hier jemand? Oh, der ist auf der anderen Seite. Ja, wenn das so ist, dann fahren wir gleich mal rüber.
Er ist da rechts, oder was? Oh ja, da ist er. Hallöchen. Oh, okay, alles klar, der hat uns direkt erkannt. Obwohl wir in der Cobra unterwegs sind. Quasi. Oh, jetzt wird's aber langsam. Also, jetzt kommt er auch schon her. Jetzt, nee, du. So sehr mögen wir dich jetzt auch nicht. Komm, zieh Leine. Wir holen Unterstützung. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Abstand wieder, weil... Eieiei, du, sag mal. Der haut hier nein mit seinem... Das durchschlägt hier komplett den BMW. Alter Schwede, sag mal. Kollegen, also ein bisschen Unterstützung wäre jetzt, glaube ich, angebracht. Und natürlich müssen wir die Straßen sperren. Das geht mein Auftrag. Weil das kann sonst hier böse enden. Sag mal. Was ist mit ihm los? Hat er irgendwas geschluckt? Sag mal. Warte mal, wir rücken vor. Sag mal. Hallo? Den interessiert ja gar nichts. Da, nimm das. Die Frau sollte da weggehen, du. Das ist keine gute Idee. Alter. Sag mal. Ganz ruhig, Kollegen. Feuer einstellen. Ich glaube, wir haben ihn. Holt man immer die Feuerwehr? Und die Sanitäter? Also einmal bitte Feuerwehr und Sani. Bitte, danke. So. Kann er nicht schaden. Was ist mit dem los gewesen? Der hat ja mal so viel ausgehalten. Richtig gut geschützt war der auf jeden Fall. Gegen uns. So, da kommt die Feuerwehr und da kommt auch schon der Sani. Also der krasseste... Ja, die Kollegen halt, ne? Der krasseste Gegner, in Anführungszeichen, den wir so hatten. Wir warten jetzt kurz auf die Sanitäter und natürlich auch auf den Feuerwehrmann. Ja, der Feuerwehrmann sollte sich eigentlich dem Fahrzeug annehmen. Aber ich glaube, das hat sich schon erledigt. Jetzt übernimmt die Feuerwehr hier. Ja, die Kollegen, die sind auch zahlreich erschienen. Heute, ja, was ist denn da passiert, ey? Also sowas von abnormal. Ey, das ist ja... Ja, der ist tot. Das hätte ich mir schon fast gedacht, du. Gut, dann werde ich ihn nochmal durchsuchen. Schauen wir mal, wer das war. Der hat auf jeden Fall taktische Ausrüstung gehabt. So viel steht fest. Wir werden ihn kurz durchsuchen. Ah, ein Kondom hat er dabei. Ja, das ist immer wichtig dabei zu haben. Natürlich ein Dietrich und ein Rohr mit braunem Powder drin. Also braunen Puder quasi. Ja, der wurde auf jeden Fall getötet von einem Firearm, also von einer Waffe, das ist klar. Was macht die Feuerwehr da? Sag mal, jetzt langsam wird's aber ganz schön komisch. Gut, alles klar, dann holen wir einen Gerichtsmediziner. Der darf den ganzen Drum hier einpacken. Wünsche ich viel Erfolg mit. Und dann schauen wir mal direkt, was der Abend bzw. der Tag heute noch so für uns zu bieten hat. In Barrow Heights, da sind wir auch gerade, ist anscheinend ein Zivilist erschossen worden. Womöglich liegt hier ein Mord vor. Das schauen wir uns an. Oh Gott, in der edlen Gegend mal wieder nicht. Das ist sogar bei uns auf Wildlife RP hier quasi der Happy Place, ein Drogenumschlagplatz. Wer es übrigens noch nicht weiß, morgen, also sprich der Samstag, der 28. ist wieder ein Livestream. Nicht verpassen, auf jeden Fall in die Videobeschreibung schauen und dann dabei sein. Ich freue mich schon. Und wir gucken jetzt erstmal, was hier los ist. Ja, hier liegt tatsächlich jemand. Wir stellen uns kurz daher und gehen der Sache nach. So, wir sind natürlich wieder in passender Uniform heute, aber gut, wenn es um einen Mord geht, brauchen wir uns dann später nicht umziehen. Hallo erstmal, guten Tag, haben Sie den Notruf gewählt? Ja, hat sie, alles klar. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Scheinbar sind die gerade hergekommen und auf einmal kam ein aggressiver Typ her und hat einfach mit einer Waffe auf den Freund von ihr geschossen. Alles klar, wissen Sie genau, wer das war? Nee, aber es war ein weißes Fahrzeug, Kennzeichen 71 UOK797. Okay, alles klar, wir kümmern uns drum. Wir geben es direkt an die Leitstelle weiter. Wir holen jetzt schnell noch Unterstützung. Wir brauchen hier einen Sanitäter für den Herrn da. So, die kommen und wir kümmern uns drum. Ein weißer Stratum. Wir haben auch schon die Adresse. Ist natürlich super, wenn man eine Halterabfrage hat, ne? Kann man gleich mal beim Halter nachfragen, was da los ist. Wir geben mal Stoff, beeilen uns. Die Sanitäter kümmern sich dann um
die Leiche oder um den Körper, je nachdem, ob die Person noch lebt oder nicht. Wir beeilen uns mal, nicht, dass der Täter noch weitere Ziele hat. Und der ist ja da mit einer Schusswaffe unterwegs. Da müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Das heißt, wir geben mal Vollstoff Richtung Los Santos Innenstadt. So, da vorne müssen wir links. Achtung. So, da vorne ist das Haus. Wir machen jetzt Blaulicht und Sirene aus. Waren die letzten paar Meter ohne. Hier. Dem gehört das Fahrzeug scheinbar. So, dann fragen wir mal ganz freundlich. Ich fühle mich ja in der Uniform schon ein bisschen sicher. Ein bisschen. Hallo, guten Tag. Sind Sie Besitzer eines weißen Stratums? Ja, genau. Aber er hat es seit letzter Nacht nicht wiedergesehen. Glauben wir ihm das? Wurde es denn gestohlen? Nee, er denkt, sein Bruder hat es einfach genommen. Ohne die Erlaubnis. Wieso? Ja, scheinbar ist ihr Fahrzeug in einen Mordfall verwickelt. Und gerade eben hat die Person mit dem Fahrzeug... die Augen. Die Augen. Die Tatort verlassen. Ah, schade. Ich wünschte, ich könnte dir damit helfen, meint er. Ja, das wünschte ich auch, definitiv. Wir müssen uns dann die Leitstelle halten. Und dann die Ergebnisse, was die uns sagt. Scheinbar haben wir jetzt die letzte Position gesagt bekommen, wo das Fahrzeug gesichtet wurde. Weißer Stratum sollte ja nicht allzu schwer zu sichten sein. Es müsste so ein Kombi sein. Wir geben auf jeden Fall mal ein bisschen Gas. Scheinbar jetzt nach unten gedüst oder wie? Wir haben den weißen Stratum gefunden. Der war extrem flott unterwegs jetzt hier, die ganze Zeit auf der Autobahn. Hat dann immer wieder die Ausfahrt genommen. Es war immer schwierig, ihn überhaupt zu sichten. Aber jetzt haben wir ihn. Kennzeichen müsste übereinstimmen. Und wir halten das Fahrzeug jetzt mal an. Müssen natürlich hier mit dem Schlimmsten rechnen, also extreme Vorsicht ist geboten. So, gucken wir mal, ob der überhaupt anhalten will. Jetzt gerade gibt er Gas. Okay, nee, der hat keinen Bock anzuhalten. Wir brauchen Unterstützung. Das ist hier eine Verfolgungsjagd. So, wir holen mal Unterstützung. Hallöchen, mein Freund. Wir schauen mal kurz ins Fahrzeug, mit wem wir es hier zu tun haben. Normale, eine Person. Sieht ziemlich, in Anführungszeichen, normal aus. So, wir werden jetzt aber gucken. Wir wissen ja, dass die Person bewaffnet ist, also müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ausbremsen. Aua, danke. Sollte schon gehen. Autobahn ist immer ein bisschen gefährlich. So. Oh, sag mal. Ist der BMW aus Pappe oder was? Kann ja nicht wahr sein. Gut, jetzt wo kein Zivilist in der Nähe ist, bietet sich's an. Ein Reifen weniger. Die ergibt sich, die Person. Nach den Schüssen hat sie genug, aber wir gehen auf Nummer sicher. Die Kollegen übernehmen. So, schauen wir mal. Er folgt auf jeden Fall den Befehlen der Kollegen. Sehr schön, dann haben wir jetzt hier den höchstwahrscheinlichen Mörder, was die Flucht so ein bisschen untermauern würde. Aber das wird sich dann alles auf der Wache herausstellen. Schaut nicht aus wie ein klassischer Mörder, wir durchsuchen ihn jetzt aber dennoch mal, wegen der Tatwaffe. Wenn wir die quasi an der Person jetzt finden, ist die Sache relativ eindeutig, dann noch Schmausspuren an den Händen und dann ist die Sache eigentlich durch. Nee, nicht wirklich. Er hat aber einen Polizeischlagstock dabei. Das wundert mich so ein bisschen. Wir schauen jetzt kurz im Fahrzeug. Zug fährt auch vorbei, hallo. Schauen wir mal. Im Fahrzeug ein Pfefferspray und eine braune Tasche mit Geld vollgestopft. Da müssen wir fragen, woher die kommt, was das soll. Aber das wird sich dann alles noch rausstellen. Der Herr darf sich dann verantworten entsprechend. Und wir holen den Transporter für ihn. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Das war's auch schon wieder mit dieser kleinen Folge GTA 5 LSPDFR. Heute hatten wir wirklich einen echt krassen Einsatz und natürlich wie immer den ganz normalen Wahnsinn. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst den Livestream nicht. Schaut deswegen auch in der Videobeschreibung vorbei. Über die Glocke sowie über einen Daumen würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.